Sie lebt jetzt in Graz, in einer Stadt, in der, wie sie meint, bergländische Mentalität, südländische Prägung und städtische Mondäne aufeinandertreffen. Florinda K-Sophie ist Autodidakt und hat sich in ihrer künstlerischen Ausdrucksweise vor allem jetzt einem Schwerpunkt verschrieben. Ich arbeite im Moment an einer Serie, und zwar sind das Stierinterpretationen. Ich habe bei dem Projekt Transformation eine Arbeit gehabt, das war ein kubistischer Stier, und an diesem Thema bin ich hängen geblieben. Und ich mache jetzt 24 Stiervariationen, weil das für mich einfach ein unglaublich spannender Prozess ist, zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt und wo ich mit dieser Serie hinkomme. Stierimprovisationen kann man sie auch zum Teil nennen. Dennoch gibt es Vorbilder. Wo nehmen Sie denn die Bilder her, die in Ihrem Kopf entstehen? Das fließt mir zu. Also da, bei dieser Serie halte ich mich an überhaupt gar kein Vorbild. Was war der Anreiz, diese Stierserie zu machen? Was war die Motivation? Was war der Grund? Der Grund war eigentlich, dass dieser kubistische Stier sehr viel Anklang gefunden hat bei anderen Menschen und dass ich für mich selbst sehen wollte, wie ich dieses Thema verfeinern und weiterentwickeln kann. Wie entstehen solche Bilder wie zum Beispiel der Mann und das Pferd? Das war ein Traum, den ich da gemalt habe. Ich träumte, dass ich vor einer ganz großen Leinwand stehe und auf dieser Leinwand war ein Mann zu sehen, den ich gemalt habe. Und der war aus einer anderen Zeit. Und ich wollte wieder einschlafen und bin aber immer wieder wach geworden. Und das war ein ganz massives Bild, was ständig wiedergekommen ist. Und so habe ich eben am nächsten Tag mich hingesetzt, habe eine Zeichnung gemacht. Das sieht man da. Da hatte sich der Traum dann schon verändert. Und als ich dann mit der Ölmalerei angefangen habe, hat sich das Ganze wieder verändert. Das Verlangen nach einprägsamen Eindrücken und deren sensitive Verarbeitung von Gesellschaft, Kultur, Mensch und Tier kommt in ihren Bildern sehr stark zum Ausdruck und vermittelt suggestive Eindrücke. Was hat Sie nach Österreich verschlagen? Die Liebe. Die Liebe, und die hält noch? Sie hat gewechselt. Jetzt, wann ist in Ihnen überhaupt die Idee geboren worden, ich möchte bildende Künstlerin werden oder sein? Ich möchte zum Malen beginnen. Da muss ja irgendwann einmal der Klick gekommen sein. Ich male von Kinderbeinen an und das war immer sehr, sehr wichtig für mich, mich bildnerisch auszudrücken. Nur früher war es eben so, dass ich meine Bilder verschenkt habe. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich male so gut, dass ich sie auch verkaufen kann. Und das ist vor einigen Jahren mir einfach klar geworden. Man lebt gut davon? Extrem schwer. Also ich kann es niemandem empfehlen. Kerstin Eberhardt ist Gründungsmitglied des Kunstvereins MIAZ in der Kunstmeile in der Grazer Sackstraße.